Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben viel vor und auch einiges schon hinter uns, aber in erster Linie müssen wir jetzt hier mal dieses Pestilenzgebiet reinigen. Das letzte Mal sind wir hier den Aufzug hinuntergerast, weil wir keine Flasks mehr hatten. Und jetzt werden wir hier wieder hochgehen und gucken, was hier noch so ist. Die Gegner haben ja keine Ahnung, dass wir jetzt wieder uns heilen können. Die haben schon gedacht, geil, jetzt haben wir eine Chance. Nee, ist natürlich nicht so. Oh ja, nee, da gehe ich nicht hin, da ist die Riesenspinne. So, hier ist das ist die Vogelschar. Ich weiß immer noch nicht genau, ich glaube, ich gehe nochmal wieder zurück, wo der Typ war. Und schau mal, ob ich da irgendwo hochkomme. Dafür muss ich aber die Flatterbugos hier nochmal... eben kurz. Okay. Hey, das ist sehr dumm. Was ist das denn? Okay, warte. Das ist jetzt aber unangenehm. Ach, die sind jetzt auch schon zu zweit, die Herrschaften. Die Hackis. Okay, warte. Warte. So. Okay. Ja. Ganz ruhig. Die sind richtig aufgebracht. Wow! Jetzt kommt er hier hochgedackelt. Kleiner Hahn. Okay, ne, jetzt Schluss. Du kannst mich vielleicht dreimal hacken, aber nicht viermal. So, jetzt müssen wir die alle nochmal platt machen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Pass auf. Ich lock den mal an, den. Komm mal her. Oh, der weiß überhaupt nicht, wo die Gefahr herkam. Ich war's. Hier. Komm her. Ich bin ungern. Alter, jetzt hackt er wieder viermal. Weiterläuft, muss ich gleich schon wieder neue Flasks holen. So. Okay, und jetzt stelle ich mich mal diesem anderen. War hier noch was? Ach du Scheiße. Da kam leider zu spät zur Party. So, hier ist jetzt der Typ. Der unangenehme Boy, und den holen wir uns jetzt nochmal. Ich weiß nicht genau, was sein Job hier ist. So. Aber jetzt tun wir so, als wenn wir hier... Hi! Na? Genau das war der Fehler beim letzten Mal. Timing. Nee, jetzt gucken wir uns hier in Ruhe um. Also. Pass auf. Da geht's lang. Ich glaube, ich kam von da. Wir gehen hier nochmal geradeaus. Hi. Okay. Nein! Aber diese Arroganz. Das ist die größte Gefahr in diesem Spiel, dass man dann die Leute einfach irgendwann nicht mehr ernst nimmt. Und dann hat man den Salat. So, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ja. So, lasse ich euch jetzt in Ruhe. Ich glaube, ich kann euch nicht in Ruhe lassen, weil ihr mich auch nicht in Ruhe lasst.
ne? Einfach gierig. Gierig und unnötig. Oh, ein bisschen Geisterasche. Das ist gut. Oh, hier geht's rauf. Sehr gut, schaut mal. Oh, und runter geht's auch. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh Gott, es ist einfach so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Verdammt schnell. Aber flink war er auf jeden Fall, das muss man ihm lassen. Ist der olle Baum. Oh, guck mal hier. Eine weitere köstliche Gnade. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, weil hier ist wieder so ein goldenes Zeichen, ob dahinter direkt ein Boss ist. Ich glaube, das könnte ein Boss sein. Deswegen werde ich jetzt mal... gucken. Ich glaube, ich brauche 180.000 für ein neues Level. Und wir haben ja so ein paar von diesen leckeren... Die gab mir 50, glaube ich. Oder? Nehmen wir einfach zwei davon. Dann machen wir ein Level up. Von dieser wunderbaren Fürstenrune. Und dann, wenn das jetzt hier ein Boss sein sollte, dann können wir wenigstens auf diese Seelengeschichte scheißen. Kann ich beides machen? Und Hammer. Okay, das war doch erfolgreich. So, jetzt haben wir noch 1000 Mark und jetzt gucken wir mal, ob hier ein Boss ist. Wobei ich mich frage, ob das, wie sinnvoll ist das jetzt, einen neuen Boss zu machen. Weil wir doch so mühsam die Bewegungs... Muster des anderen studiert haben. Jetzt überschreiben wir das eventuell. Okay, es ist ja eindeutig ein Boss. Beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculptor keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Doppelgebiss. Halb. Was ist es? Halb Mensch, halb Bestie. Ach du Scheiße! Ich hab noch die andere noch nicht. Jetzt muss ich mir wieder was Neues überlegen hier. Okay, komm her. Oh, sieht der geil aus wie eine Muppet-Figur hier. Ja.
Okay. Okay. Okay, jetzt wissen wir, was er macht. Also, pass auf. Gibt es hier irgendwas Frostiges? Resistenzen vielleicht? Das? Das vielleicht. Nehmen wir mal mit. Gut, 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 gut. Da hat er mich aufgenagt. Na gut. Ich glaube, ich sollte die Flasche, ich weiß nicht, wie lange die anhält, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich die später nehmen sollte. Ich weiß nicht genau, wie lange deren Wirkung ist.
Hat er mich auch vergessen. Da ist er gerade ein bisschen im Rave gewesen, ne? Da bin ich ein bisschen raus. Okay, das war gar nichts. Das war Comedy, der zählt nicht. Das war jetzt ein bisschen Comedy. Da gehen wir direkt wieder rein. Okay, da kam ich nicht mehr aus der Ecke raus, schade. Das war ein ganz guter Try. Also der Anfang war gut, aber dann habe ich mich in die Ecke gedrängt und dann kam ich nicht mehr raus. Da muss man aufpassen. Hey. Jeder Schlag ist eine Ehre. Hänge wieder in der Ecke hier. Dass ich mich heile. Das will er natürlich nicht. Das ist auch wieder ein wilder Bursche.
Okay, warte. Warte mit. Ich glaube, der erste Versuch war bislang immer noch der beste. Deswegen habe ich, glaube ich, so eine leichte Hochnäsigkeit entwickelt, weil das beim ersten Mal eigentlich schon ganz gut geklappt hatte. Und jetzt nehme ich ihn nicht so richtig ernst. Das ist der Fluch der guten Tat, aber das ändert sich jetzt. Das Heilen ist hier eine Herausforderung. Das Ding hier rauskommt. Ich hänge fest. Wieder mich in die Ecke drängen lassen, das ist nicht gut. Also ich mag den Boss, irgendwie ist der cool, aber der ist halt auch echt ruppig. Mann! Der einfach unglaublich dumm gerade. Zu früh, zu feige. Ah, la 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 la. In der Ecke.
nicht mehr in der Ecke. Ah, das war's. Nein, ich habe keine Flask mehr. Oh, ich hatte gar keine Flaskis mehr. Naja. Zu viel verbraucht. Schade, da war ich zu gierig. Da haben wir ein paar richtig gut gegeben gerade. Aber die Gier setzte ein. Der ist ganz schön wild und beweglich. Ich mag aber das Gegnerdesign total. Der wirkt wie diese bei den Fraggles, diese fiesen Viecher. Kennt ihr das noch? Die Fraggles, da gab es so gemeine, riesenbehaarte Tübis. Schüttelt er sich. Okay. Alter, der ist aber auch echt zornig irgendwann. Es ist gar nicht so lange, gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht. Ich kann nicht mehr reden. Lange an ihm dran zu sein.
Oh, nicht in die Essen. Scheiße wieder. Löwi. So nehme ich. Der göttliche Bestienkopf. Als Belohnung. Den nehme ich. Was kann der? Dieser Kopf. Eieieiei. Der war nice, der hat mir gut gefallen. Der war einfach schön. Also der war wild und so. Aber super Design. Aber ganz schön schnell und viel so Effekte und Geballer. Funk ist da. Hey Funk, was geht ab? Du bist viel weiter als ich wahrscheinlich schon, oder? Du bist wahrscheinlich schon durch, oder? Funk? Ich glaube, das war wirklich der erste... Ja, stimmt, das war der erste DLC-Boss, den wir gemacht haben, tatsächlich. Gar nicht so viel weiter. Hast du diese andere schon gemacht hier? Rena? Ist die Renner oder Rena oder wie sie heißt? Du wirst dich an sie erinnern, wenn du sie schon getroffen hast. Misantronic, vielen lieben Dank, Rala vom Wald. Michalski, Hafenmeister. Vielen Dank. So, wir können ja den Kopf mal aufsetzen. Was macht er denn überhaupt? Kopf einer göttlichen Bestie, die in der Lage ist, den Löwentanz zu vollführen, wird nur von den edelsten, wohlgeformten Hütern getragen, reagiert jedoch nicht mehr auf die innigen Gebete der alten Frau. Die göttliche Anrufung erhöht neben der Stärke und des Geschicks auch die Heftigkeit der Stürme des Trägers. Verringert aber die wiederherstellende Wirkung beim Trinken aus einer Flasche mit heiligen Tränen. Aha. Oh, das ist ja geil. Hallo. Das sieht nice aus. Aber wir sehen sehr schwer aus. Oh, okay, wir sind sehr schwer. Alles klar. Phoebe Raven, vielen Dank. Noch nicht. Ich laufe gerade viel rum und genieße die riesige Welt des DLCs. Ja, das ist auch richtig so. Ich hatte eine Folge, vielleicht waren es auch zwei, weiß es schon nicht mehr. Nee, eine, glaube ich. Wo ich nur einen Bosskampf gemacht habe und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, so, nee, warum? Ich hatte noch gar nichts gesehen in dem DLC, bin straight zu diesem einen Boss gekommen. Warum soll ich denn jetzt hier so viel Zeit verbringen? Ich bin offensichtlich auch relativ unvorbereitet, was Ausrüstung und so angeht. Und man kann ja auch diese... Was sind das? Wie heißen die hier noch, die man hier machen kann? Man kann sich ja noch verstärken mit so komischen Substanzen hier. Wie heißt das noch? Da. Der Segen des Seed.
Skardbaums, Skardubaums und den Segen der verehrten Geisterasche. Da war ich ja noch Level 1, glaube ich. Jetzt bin ich schon Level 3, also. Aber ich glaube, ich kann mit dem, was macht er denn hier? Nee, das wollte ich nicht. Was kann der, dieser fantastische? Kann der irgendwas machen? Hat der irgendwelche Skills? Außer, dass er geil aussieht. Scharlachfäule ist ein guter Tipp. Der boostet die Stats, okay. Oh. Warte mal. Okay, Immunität ist ziemlich cool mit dem. Robustheit ist... Für 0 Defense im Fokus. Plus 2 auf Strength und Dexterity steckt die Geschicklichkeit. Ja, schon nice, aber der ist halt super schwer, ne? Vier auf Geschick und 4 auf Stärke. War nicht so schlecht. Aber wollen wir den behalten? Ist er das wert? Du kannst mit der NPC-Frau sprechen, die dich vorher weggeschickt hat mit dem Helm. Oh, wo war die nochmal, die alte Dame? So, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Klassischer Bossraum. Also, weil hier gerade die Frage ist, ich spiele eigentlich blind und deswegen brauche ich auch nicht so viele Tipps, weil es ist ja kein Blindspielen mehr, aber jetzt so ein paar Sachen wie jetzt mit dem Kopf, da könnt ihr gerne auch was zu sagen, sofern das jetzt nicht irgendwas vorwegnimmt oder so. Warte mal, wir haben 120.000 Mark auf dem Konto. Ich glaube, wir können mal ein paar Runen essen und das Level noch erhöhen. Pass auf. Wir haben ja noch diese ganzen Runen. Wozu sollen wir die sonst aufbewahren? Was bringt mir das? 30.000. Wir brauchen 184.000. Pass auf, dann nehmen wir noch eine davon. Und dann nehmen wir eine 4.000er, warte mal. 500 Ruhen, das ist ja Quatsch. 5.000, 3.800. Davon eine. Level machen. Stufenaufstieg. So. Sind die schon mal safe? Dann gehen wir hier mal links weiter. Was haben wir denn hier? Der Fahrstuhl, wo führt der uns hin? So, diesen Hut. Wo war die alte Dame? Das muss ja relativ zu Anfang gewesen sein. Weiß nicht mehr genau. Oh, warte mal, ist das jetzt nicht wieder ein neuer Boss noch wieder, oder? Das wäre ja Quatsch. Das ist wieder so ein Ding, was wir nutzen können, ja, die verehrte Geisterasche, genau. Die Dame ist bei der zweiten Gnade, wo die Zauberer auf der Brücke stehen. Ah, okay.
Ja, dann können wir da gleich nochmal hingehen. Aber erstmal will ich wissen, was hier oben am Ende dieser Treppe ist. Alter Schwede, stellt euch mal vor, ihr arbeitet hier. Ihr seid da oben Wächter oder ihr seid vielleicht Bibliothekar oder so. Ihr arbeitet jedenfalls dort in diesem großen Gebäude und ihr müsst jeden Morgen diese ganzen Stufen da hochstratzen. Na gut. Ein mächtiges Gebet, was vermutlich unerhört bleibt. Kriegen wir die Ranken weg? Können wir die... Na, die sehen schon so verkohlt aus. Oh! Oh, zwei Nachrichten. Auf einmal. So. Nachricht vom Schattenturm. Das lesen wir natürlich direkt. Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Michaelas Spuren folgen. Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm. Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm, der von Schatten versiegelt ist. Dorthin wird der gütige Michaela sicherlich gehen. Wir sind keine himmlischen, aber wir müssen den Pfad finden, der uns dorthin führen wird. Ich werde den Kreuz nach Osten folgen. Okay, ist das hier der Besagte? Ja, ne? Von Schatten versiegelt und verschleiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir die loswerden können, wenn wir andernorts irgendwas machen. Und dann kommen wir hierher zurück. Harder Hanswurst! Harder Hanswurst, vielen Dank. Nichts mehr. Ja, das wird jetzt wohl nichts bringen, da stumpf draufzuschlagen. Also da müssen wir irgendwann, wobei das sehr lustig wäre, wenn ein Schlag einfach gereicht hätte. Also irgendwas müssen wir hier machen, vielleicht ein Item oder sowas, irgendwas machen wir. Irgendeinen Boss besiegen, dann werden die Schatten verschwinden. Und so, weil die Frage ist, ob hier jetzt in diesem Gebiet überhaupt noch so großartig irgendwas ist. Da, warte mal, da muss eigentlich noch was sein, weil da ist da noch eine Tür, die wir nicht geöffnet hatten. Und zwar... Wir haben auch noch überhaupt keine Kartenstücke hier. Die war das hier aber nicht, oder? Die nicht mit uns reden wollte? Oder war die das? Das ist ja eigentlich das Zweite. Kurze Brücke. Die Dame ist im Schloss. Ja, wir haben die Karte noch gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich... Finde ich die hier vielleicht? Ich weiß gar nicht, wo ich die Karte finde. Müsste ich die hier finden, bei dem Ding? Wieso? Habe ich die denn noch nicht? Wie konnte ich das denn übersehen? Wie konnte ich das denn übersehen? So, dann ist jetzt auch dieser... Hey, warte mal. Okay. Okay, wer bist du? Der Typ aus Tekken? Okay. Was ist... Ich wollte überhaupt nicht mit dir reden. Ich bin gar nicht deinetwegen hier. Geh weg. Hier wollte ich hin. So.
So, das sieht doch jetzt gleich sehr viel freundlicher aus. So, da können wir vielleicht auch nochmal hin. Wo war jetzt nochmal die Holde Maid? Im Schloss? Also natürlich nicht hier. Den Typen da können wir auch nochmal legen. Ich gerade den Boss besiegt hatte, okay. Aber war das das... Aber lass uns das nochmal zum Abschluss bringen. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Da, welches dieser Bonfire war das? Bellurat? Das kleine private Ding. Die Vorderseite, hier wird es ja wohl nicht sein, oder? Ziemlich zu Anfang, wo der erste Typ mit den zwei Schwertern ist. Okay. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, welche wir da am besten nehmen. Achso, kleiner privater Altar. War die das auch, die den beschworen hat? Weil da war ja so eine Stimme vor dem Bosskampf in der Cinematic, die dann gesagt hat, hey, hier kannst du mal aufwachen und so. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, den Schlüssel habe ich auf jeden Fall. Dann muss das hier sein, ne? Dann ziehen wir mal den Kopf an. Mal gucken. Da, okay. Ich hatte die noch gar nicht getroffen, weil ich den Schlüssel noch nicht benutzt hatte. Ist sie das hier? Ach, guck mal hier, da ist noch ein Freund von mir. Hallo Werner. Oh, die Tentakelaugen. Oh, such a joy to smell the scent again. Does a sculpted keeper stand before me? Oh, as I felt the sacred beast's essence fade, a great anxiety welled up within. Forgive this old woman her foolish fears. 'Tis such relief I cannot express. After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens, as evinced by thy grace. Also sie wäre so enttäuscht, wenn sie wüsste, was hinter dem Kopf ist. Es tut mir richtig leid. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompany thee to war, and dance thy dance of beauteous color. Take vengeance upon Mesmer and his lot. They who betrayed us, aye, they who burned us, let them face in thy wrath their just deserts. My song will I sing in service to thee. Wachsamer Geist! Okay. So, dann lasse ich jetzt mal den Kopf auf, solange ich mich hier in ihren Räumlichkeiten aufhalte. Ich will nicht, dass sie jetzt auf einmal einen Schock kriegt, wenn sie sieht, dass ich gar nicht die Bestie bin, sondern seinen abgeschlagenen Kopf trage. And those who plague the tower, cleanse away the strumpet's vile progeny. Ja. So, also die hat hier auf jeden Fall ihre Reichtümer alle angehäuft und wer weiß, was da alles drin ist. Go haunt
So, das wird das jetzt der nächste Shortcut sein dann, oder? Nö, einfach gar nicht. Aber hier dürften wir überall schon gewesen sein. Da ist sie, die alte Greisin. Hornhold-Greisin. Ja, da war schon überall. Dann können wir ja... Also erstmal können wir dieses schwere Ding hier wieder ausziehen. Und... So, dann haben wir noch hier einiges zu tun. Wir waren, glaube ich, hier auch noch gar nicht in diesen Ruinen. Und wir müssen diesen Feuerboss noch legen. Da gibt es noch ein weiteres Kartenstück. Da waren wir auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir von hier... ...hier so hochkommen. Aber wir haben ja in diesem ersten Gebiet noch eine Menge zu tun. Deswegen lass uns vielleicht mal gucken, dass wir jetzt dieses mächtige Feuermonster kaputt machen. Ich weiß nicht, können wir jetzt noch einmal aufsteigen eigentlich? Ich glaube nicht. Oder? Ah, doch. Ja, geil. Okay. So, da wollten wir hin. Ich probiere das jetzt mal. Ich glaube, das kann lange dauern. Aber irgendwann müssen wir es ja mal machen, ne? Exakt das falsche Timing gehabt. Okay, das ist ohne Pony jetzt schwierig. Wieso habe ich eigentlich die Fackel in der Hand? Oh, okay. Das ist sehr dumm. Okay, scheiße. Pferdchen. Okay. Ich malte mir aus, dass ich jetzt gar nicht so viel Schaden nehme, aber habe ich einfach genommen. Dann halt nochmal. Das ist ein reines Geduldsspiel. Zweitfuß. Ah, falsches Timing. Oh, 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 oh. Irgendwie, ich habe die immer noch nicht das sein Geheimnis raus. Irgendwas muss ich nämlich machen. Ich habe immer noch die Köpfe in Verdacht. Oh, jetzt brennt er wieder. Licht. Oh, shit! Oh, fuck, mein wildes Pony.
halt immer noch die Technik noch nicht gecheckt. Pony. Das kann ja nun wirklich nicht die Lösung sein. Ich muss sie auf die Hände schlagen oder so. Irgendwas muss ich anders machen. Also das wird auch sicherlich zum Ziel führen, aber das dauert einfach unglaublich lang. Was? Warum? Fuck. So, jetzt zum Beispiel da. Nee. Ich dachte, vielleicht sinkt er mal zu auf die Knie und dann kann ich seine komischen Köpfe da am Oberschenkel treffen oder sowas. Irgendwas mache ich auf jeden Fall falsch. Oder kann ich mit dem Pferdchen auf ihn rauf vielleicht? Das Pony kann ja... Warte mal, vielleicht... Guck mal her, Pony. Ich bleib einfach auf seinem Fuß stehen. Ja, warte. Pony. Das kann das nicht sein. Ich muss schlau irgendwas Schlaues machen. Ja, das war halt überhaupt nicht schlau. Das ist halt das Gegenteil. Ja, und auch da habe ich den zweiten. Jetzt! 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 Treffe ich überhaupt richtig? Bin ich auf der richtigen Stelle? Scheiße, ich hätte R1 die ganze Zeit drücken müssen. Okay, danke Chat, das war ein hilfreicher Tipp. R1 war ein guter Tipp. Aber die Frage ist, habe ich nicht eventuell auch tatsächlich den Schaden jetzt gerade nochmal mitgenommen? Ah, Ferdi! Nein, Ferdi! Oh oh. No, 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 Ferdi, Mann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Ferdi. Ach, die grüne Neune. Hohoho! Okay. Alles klar. Oh, Ofengesicht. Ja, okay. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das wirklich exakt so... Also das, klar, das fällt oben ins Gesicht rein. Aber das war ja ganz schön viel Arbeit. Und ich frage mich gerade, ob er den Schaden, den... Also ich habe ihm ja die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen, ob das eventuell auch irgendwas, aber wahrscheinlich hat das nichts gebracht. So. Was haben wir denn jetzt Feines? Abwehrende Bleiträne verstärkt in Arzneigemisch spontane Abwehr. Spontane Abwehr. Material zur Herstellung von Objekten. Das Ofengesicht, okay. Ich habe keine Ahnung, was spontane Abwehr bedeutet. Der hat auch ansonsten nicht viel gebracht. So, lass uns mal... Wie liegen da eigentlich noch? Da ist ja eh nichts dran hier, oder? Doch ein bisschen was, aber nicht viel. Du hast halt mehr Damage gemacht als nur R1. Das war schon gut. Hat nur Angst, dass du dann R1-Schlag nicht machst, der dann richtig Damage... Ja. Loki, der Killer. Ja. Das ist natürlich stimmt. Wenn ich da jetzt diese wunderbare R1-Situation nicht genutzt hätte... Ich weiß aber nicht, wie lange das Zeitfenster ist. Ob ich da jetzt auch hätte endlos auf ihn drauf kloppen können. Weil das Spiel sich sagt, die warten auf den R1-Schlag. Weil nachdem man R1 macht, steht er ja direkt wieder auf. Keine Ahnung. Guten Tag. Ich bin's. Der liegt einfach nur lange. Ja, ist doch gut. Dann war das doch alles gut. So, ich wollte einmal kurz die Arzneimischung mir anschauen. Also diese Träne war ja schon super gegen den Löwen, weil der halt so verschiedene Elemente hat. Und wenn diese Träne hier dann unterschiedliche Elemente Resistenzen steigert, ist das schon ziemlich cool gewesen gegen den Boss. Aber was haben wir denn jetzt hier Neues? Verstärkt im Arznei... Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das bedeutet. Das ist spontane Abwehr. Also eine Kristall... Schadensresistenz und Abwehrgleichgewicht werden sofort nach Einnehmen einer Abwehrhaltung erhöht. Wird eine spontane Abwehr erfolgreich ausgeführt, werden zudem Abwehrkonter verstärkt. Okay, alles klar, das heißt Parry. Also die haben Abwehr mit Parry, glaube ich, übersetzt. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wenn man halt mit Parry spielt, könnte das natürlich sehr geil sein. Ich habe jetzt aber leider kein Parry-Build. Deswegen ist es für mich jetzt egal. Ah, okay, aber dann wird das wahrscheinlich ganz cool sein. Wollen wir uns nochmal unterhalten? In battle, you can be sure I'll... Okay, nee, dann halt nicht. So, haben wir das auch gemacht. Wollen wir mal da hinten hinreiten? Hier so ganz links in diese Ruinen. Kommt man überhaupt drauf? Oder ist hier... ich reite da jetzt mal hin.
Guck mal, da sind wir nämlich auch noch nicht gewesen. Ich glaube... Ne, da sind überall die Klippen. Da kommen wir nicht hoch. Klippe, 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 Klippe. Hier ist das Einzige. Das ist so ein Wasserbecken. Ich weiß nicht, ob wir darauf kommen. Komm, lass doch mal hinreiten. Wir gucken uns das mal an. Oh, da ist wieder so ein dicker Vogel. Den will ich jetzt nicht. Den sehe ich nicht. Die sitzen da überall im Geäst, ne? Ignorier die aber. So. Ist hier ein Dungeon? Aha. Ein Mausoleum. Okay. Na gut. Na gut, na gut. Ich habe jetzt... Ja, könnte man vielleicht ein Schild nehmen, ne? Okay, das war jetzt scheiße von dir. Aber gut, wenn man einfach reinrennt, dann holt er seine Armbrust gar nicht raus. Ja, der Geist blutet, das ist erstaunlich. Aber vielleicht ist das der Part, der ihn noch überhaupt in dieser Welt der Lebenden hält. Vielleicht ist das auch so ein Stück weit psychosomatisches Blut. Ach scheiße, jetzt ist ja mein... Okay, jetzt kann ich... Warte, jetzt kann ich die Träne nicht zünden. Ja, finde ich jetzt scheiße. Warte. Ey, warte doch mal, wieso kannst du dich schneller heilen als ich?
Petersmann. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Großschwert der Einsamkeit. Helm der Einsamkeit, Rüstung der Einsamkeit, Stulpen der Einsamkeit, Beinschutz der Einsamkeit. Okay. Das sollten wir uns jetzt einmal anschauen. Das ist vermutlich aber ein anderer Bild. Das ist alles sehr schwer. Oh, rutsche ich ab. Alles sehr schwergewichtig. Ich glaube. Ja. Wiegt halt einfach sehr, sehr viel. Da sind wir dann relativ schnell einfach fett. Muss ich mir mal merken, genau, ich hatte die Baumrüstung habe ich an, das muss ich mir immer merken. Kann man das irgendwie ein bisschen... Nee, es wäre schön, wenn man das flaggen könnte, dass ich quasi... Da jetzt sage, das ist das, packe ich in die Favoritenliste oder so, aber es geht ja hier gar nicht, ne? Das wäre echt schön. Ich will einmal so ein bisschen angucken, wie das ist. Wir müssen uns nur merken, wir haben die Baumrüstung des Schmelztiegels. So, und was hatte ich noch? Deformierte Drachenstulpen. Sind die besser? Bisschen, ne? Und deformierte Drachenbein-Dinger, okay. Sehr fett. Könnte man auch spielen, ne? Oh, ist das neue Schwert. Was kann das denn? So, nee, das ist das. Ey. Hallo, wo ist denn das Großschwert hin? Hat das kein Ausrufezeichen? Ey. Entschuldigen Sie bitte. Wo ist das Ding hin? Warte mal. Großschwert der Einsamkeit. Stärke 27. Ja, muss ich meinen kompletten Bild verändern. Aber das sieht schon nice aus. Einsamer Mondschnitt. Ah ja, das war das, was er gerade gemacht hatte. Führt mit dem Großschwert einen scharfen Schnitt nach unten aus, der einen Lichtblitz nach vorne schießt. Bei starken Angriffen ist ein Folgeangriff möglich. Ja, nicht schlecht. Man könnte ja auch natürlich jetzt ein komplett anderes Bild machen und sagen, ich mache so ein Tank-Bild. Und, nehmen jetzt diese neue Waffe. Ich weiß gar nicht, da müssten wir uns umskillen. Müssen wir einmal zurück ins Hauptspiel. Da kann man sich ja umskillen. Und dann könnte ich damit rumlaufen. Aber wer weiß, was ich in 10 Minuten kriege. Aber ich wollte es mir zumindest einmal angeguckt haben. So, habe ich eigentlich was Besseres als diese Baumrüstung noch? Mittlerweile? Nein, nein. Die war schon gar nicht schlecht. Mit so einem dicken Bauch kann ich nicht rumrennen. So, dann nehmen wir die Stulpis. Hatten wir, glaube ich, diese hier. Was haben wir jetzt? Immer noch eine Fettrolle. Wir können nicht mal die Beinchen tragen. So. Okay, jetzt geht es uns wieder einigermaßen gut. Ja, aber das war doch ein nicer Kampf. Dann haben wir jetzt in dieser Folge
3 Bosskämpfe gehabt. So, wir gucken nochmal kurz. Nikola, ich mach nicht mehr so lang. Nikola fragt gerade. So, ich wollte nochmal gucken, war hier nicht irgendwas Wasserfalliges noch? Oder war das schon das hier? Warte, da. Nee. Das ist dann oben. Okay, aber cool, dass wir hier nochmal geschaut haben. Echt diese Materialien, Radarfrucht. Was sind hier das für komische Würmer? Lustige Gestalten. Oh. Entschuldigung, war auch überhaupt nicht meine Absicht. Ihr habt völlig recht, dass ihr euch aufregt. Das war komplett meine Schuld. Wo war ich stehen geblieben? Horseman, Ice Cake. Eye Cake. Eye Cake und Dark Bean. Herzlichen Dank für den Support. Okay, dann haben wir. Oh, warte, ich muss erstmal hier weg. Hier irgendwas beflügelt sich in meine Nähe. So, bleibt doch mal. Ihr könnt eh nicht richtig fliegen. Dann bleibt lieber da, wo ihr seid. So. Also, wir haben. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Da noch was Geiles ist. Da waren wir noch nicht. Wir waren noch nicht. Warte, da, genau. Da sind wir noch nicht durchgeritten, so wirklich. Ich meine, da haben wir noch nicht geschaut, was uns da erwartet. Was da noch ist. So, hier durch und, obwohl, warte, doch, sind wir doch. Hier kamen wir denn dahin, oder nicht? Doch, klar. Natürlich sind wir da schon durchgeritten, logischerweise. Aber hier sind noch super viele Sachen, die wir nicht gesehen haben. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich finde, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich einmal in Gnade zur Rast zu setzen. Und eine, finde ich, sehr schöne Folge zu beenden. Wie gesagt, wir haben den Löwen-Johnny gelegt, wir haben jetzt diese wandelnde Fackel da gelegt und wir haben gerade eben im Mausoleum dieses einsame Rittersmännchen da auch zurückbefördert, wo auch immer es herkam. Schreibt mir gerne in die Comments, was wir noch so machen sollen, aber ich befürchte, wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann sind wir vielleicht auf Twitch schon ein bisschen weiter. Aber schreibt trotzdem Comments. Ich freue mich nämlich immer drüber. Das war's von mir, das war's von Wilbald und Elden Ring und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und haben wieder tolle Sachen, tolle Abenteuer. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.